Ich hatte, wie schon erwähnt, beschlossen, den achtfachen Pfad zu präsentieren, die Darstellung des Praxisweges, die der historische Buddha in seiner ersten Lehrrede dargelegt hat. Ich habe bereits rechte Sichtweise hier vor einem Jahr und rechte innere Haltung oder Gesinnung vor 3 Tagen präsentiert. Heute kommt rechtes Bemühen. Und alle kriege ich nicht hin, hier müssen wir noch eine Woche bleiben. Rechtes Bemühen ist einer der entscheidendsten Faktoren auf dem spirituellen Weg. Man könnte auch von der großen Kunst in einer geschickten, wirkungsvollen Praxis sprechen. Und wichtig ist hier das Prädikat Rechtes. Bemühen an sich ist ethisch neutral, ist nicht einfach heilsam. Mit rechtem Bemühen ist immer Bemühen um Heilsames gemeint. Rechte Anstrengung oder Synonym enthusiastisches Bemühen oder weise Energie oder geschickte Ausdauer, die werden folgendermaßen beschrieben. Sie unterstützen, tragen, verstärken. Es ist der Zustand oder das Handeln mit Tatkraft. Der Text sagt, so wie ein altes Haus von neuen Stützpfeilern getragen wird, so werden die gleichzeitig in unserem Geist vorhandenen Geistesfaktoren durch rechtes Bemühen gestützt. Also alles, was da ist, wenn es heilsam ist, wird durch rechtes Bemühen unterstützt. Und ein anderes Bild, das die in frühen Texten oft verwendete Militärsprache, gerade so wie eine mächtige Verstärkung einer Armee ermöglicht, ihre Position zu halten, anstatt zurückzuweichen, so stärkt und unterstützt rechtes Bemühen die begleitend vorhandenen heilsamen Eigenschaften im Geist. Rechtes Bemühen ist auch eine der 5 sogenannten spirituellen Fähigkeiten der Indriyas und eine der 7 Qualitäten des Erwachens der Bhojanga. Und im Atasalini heißt es, dass rechtes Bemühen als die Wurzel aller Verwirklichung betrachtet werden sollte. Ich denke, es ist eine ziemlich eindrückliche Aussage. Rechtes Bemühen sollte als die Wurzel aller Verwirklichung betrachtet werden. Das ist eine Aussage, die wir ernst nehmen müssen, wenn wir in der Praxis weiterkommen möchten. Shantideva schreibt über die Vervollkommnung innerer Qualitäten. Hat man Großzügigkeit, ethisches Verhalten und Geduld entwickelt, sollte man das enthusiastische Bemühen stärken. Denn nur dadurch wird man erwachen. So wie keine Bewegung entsteht ohne Wind, entstehen in uns auch keine befreienden Geistesqualitäten ohne Bemühen. Und das ist wahrscheinlich schon die 3. oder 4. Wiederholung in diesem Retreat. Beim rechten Bemühen geht es keineswegs darum, die Erfahrung zu verändern, sie zu verbessern, sie angenehmer oder weniger unangenehm hinzukriegen, so dass sie möglichst unseren Vorstellungen entsprechen, dass nun spirituelle Erwartungen oder einfach Hoffnungen auf angenehme Erfahrungen seien, fällt uns immer wieder recht schwer, dies schon nur zu hören, geschweige denn anzuwenden. Es ist irgendwie selbstverständlich, dass es darum geht, warum kämen wir sonst hierher? Und natürlich geht es darum, sich von Leiden zu befreien. Aber es funktioniert nicht, indem wir hier sitzen und versuchen, angenehme Zustände hinzukriegen. Eigentlich sind wir unterschwellig überzeugt davon, dass wir meditieren, eben um Unangenehmes loszuwerden und vorwiegend angenehme Zustände hinzukriegen. Wenn man das könnte im Leben, dann hätten wir das doch schon lange entdeckt und hingekriegt. Ich meine, einige von uns leben schon ziemlich lange
Und dann müsste man, ich meine, es ist schön hier im Engel und so, aber dann müsste man nicht hierher kommen und 7 Tage lang rumsitzen und auf und ab gehen. Wenn man das hinkriegen könnte, einfach durch irgendwelche Tricks oder Mittel. Also ich würde das alles anders genießen, wenn ich das einfach so könnte. Rechtes Bemühen ist vielmehr das, was es braucht, um wach und achtsam in Kontakt zu treten mit der Erfahrung des gegenwärtigen Moments und diesen Kontakt möglich zu halten. Bei einer solchen Art des Bemühens wird das Prinzip der Gewaltlosigkeit innerhalb der Meditation sichtbar. Befreiung kommt nicht aus Kampf und Konflikt, aus Erreichen oder Loswerden wollen, sondern eben aus interessiertem Erforschen, aus liebevoller Zuwendung, aus klarem Sehen, Erkennen, Annehmen und Loslassen können. Wesentlich ist die Ausgewogenheit des Bemühens. Bemühen mit Gleichgewicht, vielleicht wie ein Surfer. Sehr präsent, nicht abgelenkt, entspannt, nicht verkrampft. Wir versuchen immer wieder, das Gleichgewicht zu finden. Und weil das Ganze ein dynamischer Prozess ist, müssen wir diese Balance von Moment zu Moment immer wieder neu finden. Es soll in Kalifornien ein Werbeplakat gegeben haben. Dort auf einer riesigen Pazifikwelle, auf einem Surfbrett steht in der sogenannten Baumasana, das ist man auf einem Bein, ja, in aufrechter, eleganter Haltung, der indische Yogi Satchitananda, mandeläugig, schokoladebraun mit wehendem, langem, schwarzen Haar und unter dem Bild die Aufschrift: Man kann die Wellen nicht aufhalten, aber man kann lernen, darauf zu reiten. Meditiere mit Swami Satchitananda. Es braucht kontinuierliches Bemühen, sagt Sayadaw Techaniya, aber keine Kraftanstrengung. Wenn Erwartungen da sind oder wenn man etwas Bestimmtes erreichen will, braucht der Geist mehr Energie. Lass ihn weder verspannt noch schlaff sein. Dabei geht es eigentlich gar nicht nur darum, die Mitte zu finden zwischen Überanstrengung und Schlaffheit, sondern eher um das Aufgeben oder Loslassen der Extreme. Es ist also nicht so sehr die Mitte zwischen Trägheit und Überanstrengung, die wir anstreben. Es bedeutet vielmehr, weder angespannt noch träge sein. Das bedingt, dass wir wach und aufmerksam sind. Und oft ist es unsere Tendenz, grimmig und angespannt zu sein. Und gleichzeitig können dann wieder ziemlich bequem oder sogar erschöpft sein vor Überanstrengung. Wir bemühen uns, wir sind dran. Mit germanisch-alemannischer Entschlossenheit und dann wird es irgendeinmal zu viel. Und dann braucht es Pause. Gleichgewicht frei von Extremen bedeutet, anstatt angespannt und grimmig sind wir entspannt, innerlich leicht und sanft, aber das heißt wiederum nicht schwächlich oder bequem oder schlapp, sondern eben aufgeweckt und geistesgegenwärtig. Und oft wird entspannt als Lizenz für Bequemlichkeit missinterpretiert. Entspannung ist sehr wichtig, aber es ist vor allem die Entspannung, die entsteht, wenn wir nicht versuchen, etwas anderes hinzukriegen, als jene Erfahrung, die schon präsent ist. Was anderes hinzukriegen, kann außerordentlich anstrengend sein und bringt nichts. Währenddem, wie wir wissen, jetzt das Bemühen, mit dem zu sein, was ist, ist nicht halb so anstrengend. Die Richtung ist, dass Meditation zum sanften und doch präzisen Tanz wird, dass es lebendig ist und dynamisch. Und die folgenden Wortpaare, welche auf den ersten Blick wie Gegensätze aussehen, beschreiben tatsächlich genau dieses Freisein von Extremen und damit die optimale innere Haltung in der Praxis. Entspannte Sorgfalt, unbesorgtes Interesse,
sanfte Stetigkeit, liebevolle Entschiedenheit, flexible Unerschütterlichkeit und entspannte Sorgfalt und sanfte Stetigkeit. Finde ich sehr gut. Das sind die optimalen Devisen, die wir möglichst anwenden sollten. Entspanntes Interesse, sanfte Stetigkeit. Und wieder ein Beispiel, wenn vielleicht Panik oder Befürchtung oder Panik auftaucht, mag man glauben, man müsse diese Panik durch Ruhe ersetzen können. Ich meditiere jetzt schon lange, das müsste ich jetzt endlich können. Korrekt zu praktizieren heißt aber, soweit es uns gelingt, mit fühlender, möglichst gelassener Achtsamkeit bei der Panik zu bleiben, nicht um sie loszuwerden, sondern um zu schauen und zu spüren, wie sich das anfühlt und was damit geschieht. Und oft ist das nicht gerade einfach. Ich nehme jetzt mal Panik, weil das sehr intensiv mit Ärger haben wir schon etliche Beispiele gehabt. Die Panik kann vielleicht vorerst noch stärker werden, dann mag sie vergehen, nur um uns wieder von Neuem zu packen, kommt in Wellen. Das rechte Bemühen besteht lediglich darin, achtsam mit dem ganzen Prozess in Kontakt zu bleiben. Das ist das, was uns letztlich ermächtigt, auch mit sehr schwierigen Erfahrungen gegenwärtig und in Frieden sein zu können. Es ist nicht, dass wir sie loswerden müssen, sondern dass wir lernen, okay damit zu sein. Das ist etwas sehr anderes. Wenn andererseits zum Beispiel Gefühle von Mitfreude oder Entzücken im Geist auftauchen, mag man glauben, man müsse diese nun möglichst lange aufrechterhalten können. Korrekt zu praktizieren heißt aber, mit interessierter und gelassener Achtsamkeit bei der Freude zu sein und auch hier zu schauen, zu spüren, wie sich das anfühlt und was weiterhin damit geschieht. Dabei mag sie stärker werden, gleich bleiben oder sogleich wieder verschwinden, das nicht in unserer Kontrolle. Das rechte Bemühen besteht darin, achtsam in Kontakt zu bleiben. Und hier auch, das ermächtigt uns auch mit erwünschten, angenehmen Erfahrungen gegenwärtig und präsent zu sein, ohne gleich in Anhaften und Verlangen zu fallen. Es ist ja oft so, dass wir angenehme Erfahrungen haben und kaum sind sie da, schauen wir schon nach Strategien, wie wir sie verlängern könnten oder behalten könnten. Und eigentlich ist das wirklich damit sein, mit dem Angenehmen, schon wieder halb weg, weil wir schon wieder schauen, was wir noch tun könnten, um es besser zu machen oder zu verlängern. Ist diese Haltung, die uns erlaubt, klarer und tiefer zu sehen, dass alle Erfahrungen, sowohl die erwünschten wie auch die unerwünschten, aufgrund von Ursachen und Bedingungen entstehen und schließlich auch ganz von selbst wieder vergehen. Solange wir manipulieren, sehen wir das nicht. Wenn wir willens sind, einfach zu schauen und hinzufühlen, wird es immer offensichtlicher. Klassisch ist Buddhas Darstellung des rechten Bemühens, die vier großen Anstrengungen genannt werden. Er hat sie im Satchavibhanga Sutta folgendermaßen beschrieben. Was ist rechtes Bemühen? Wenn man sich anstrengt, wenn man Ausdauer entfacht, wenn man sich um die Absicht bemüht, noch nicht entstandene unheilsame Eigenschaften nicht entstehen zu lassen, unheilsame Eigenschaften, die schon entstanden sind, aufzugeben, heilsame Qualitäten, die noch nicht entstanden sind, entstehen zu lassen und die heilsamen Qualitäten, die bereits im Geist entstanden sind, zu erhalten, zu stärken und zur Fülle und Vervollkommnung zu bringen. Dies wird rechtes Bemühen genannt. Es klingt nach sehr viel Manipulieren und ich denke, es ist wichtig, das richtig zu verstehen. Ich gehe sie einzeln kurz durch. Nicht vorhandenes Unheilsames, wie vielleicht Verlangen oder Ablehnung oder Besorgnis oder Neid oder Dünkel, nicht entstehen lassen. Wenn wir
Nichtwollen, das Verlangen zum Beispiel in uns entsteht, gehen wir zum Beispiel gar nicht erst an Orte, von denen wir schon wissen, dass sie Verlangen in uns wecken. Es ist noch nicht da und wir schauen schon mal, dass wir nicht ausgerechnet dorthin gehen, wo wir wissen, dass Verlangen aufkommt. Was immer es sein mag, der Mediamarkt oder je nach Person, die Autoausstellung, für andere vielleicht das Ladengeschäft für asiatisch-buddhistischen Krimskrams, was alles da dazugehört. Oder die Konditorei oder das Rotlichtviertel vielleicht, wer weiß. Auch geben wir uns innerlich nicht Gedanken und Fantasien hin, von denen wir wissen, dass sie Verlangen, Neid oder Ärger in uns hervorrufen. Es ist nicht, dass wir es bekämpfen müssen, aber wir schauen, wo wir uns aufhalten, innerlich und äußerlich. Nummer 2. Diese selben unheilsamen Zustände, wenn sie schon im Geist entstanden sind, wieder aufgeben. Nicht bekämpfen, heißt Ärger, Neid oder eben Verlangen und Ähnliches, nicht füttern, weil das tun wir ja oft, wir sind ärgerlich und dann denken wir, ja, es ist ja auch gerecht, man muss, es ist ja begründet, ärgerlich zu sein und geben noch etwas Energie rein, bis es dann endlich verklingt. Wir füttern sie nicht, sondern schauen, was damit geschieht und bleiben dabei, bis sie von selbst vergehen. Und das tun sie, wie wir wissen, jetzt mittlerweile, wenn wir sie nicht füttern. Nummer 3. Nicht vorhandenes Heilsames wie Güte oder Mitgefühl oder Mitfreude oder Großzügigkeit oder Gelassenheit oder befreiende Weisheit zu erwecken. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass das Zusammensein mit gleichgesinnten Dharma-Freunden, Freundinnen oder Lehrenden für uns für Heilsames motiviert, dann suchen wir sie auf. Wir geben uns dorthin, äußerlich oder innerlich, wo wir noch nicht vorhandenes Heilsames erwecken können. Und Nummer 4, diese heilsamen Qualitäten, wenn sie schon im Geist präsent sind, weiter fördern und stärken. Auch wieder ein Beispiel, wenn wir finden, dass wir uns gerade im Großzügigkeitsmodus befinden, dann ist wichtig, dass wir diese Großzügigkeit umsetzen. Wie immer, vielleicht entsprechend handeln, anstatt zu warten, bis die Phase wieder vorübergegangen ist. Also das vierfache Bemühen. Und wie schon gesagt, zuerst sollten wir versuchen, das Ziel des vierfachen Bemühens durch achtsames Gewahrsein zu erreichen. Denn wann immer echtes, korrektes, richtig verstandenes achtsames Gewahrsein da ist, entstehen innere Klarheit und Gleichgewicht von selbst und den negativen Emotionen wird der Boden entzogen. Rein dadurch, dass es eine klare Achtsamkeit ist, die sich nicht involviert, die sich nicht identifiziert mit dem, was läuft. Das ist schon eine heilsame innere Haltung und Qualität. Wenn wir wirklich dabei sind und die Geisteszustände unheilsam sind, dann spüren wir auch, dass sie letztlich mühsam sind. Sie sich mühsam anfühlen und lassen sie ziehen, statt sie zu füttern. Und wir spüren, dass heilsame Zustände Verbundenheit und Geräumigkeit im Geist bewirken und wenden uns ihnen voll und ganz zu. Und das braucht bei den meisten von uns eine Weile der Praxis und des wirklich Kultivierens des Gewahrseins, bis wir das sehen. Am Anfang klingt das sehr theoretisch und manche sehen das sehr schnell, manche nicht so. Manche müssen wirklich dranbleiben und schauen und wirklich mit Interesse spüren und verfolgen, wie sich das verhält. Manchmal reicht aber achtsames Gewahrsein nicht, vielleicht weil es nicht stark genug ist oder klar genug. Reicht nicht, um unheilsame Zustände fernzuhalten oder sie ziehen zu lassen, wenn sie schon da sind. Dann, und das ist dann schon ein bisschen mehr auf der machenden Seite,
kann es hilfreich sein, schon vorher kultivierte Qualitäten, wie zum Beispiel Metta oder Mitgefühl oder Großzügigkeit oder andere, als Gegenkraft aufzurufen. Eine Möglichkeit, die wir haben, wenn wir Metta wirklich kultiviert haben, auch Metta aufzurufen. Weil wir jetzt wissen, wie sich das anfühlt. Die Metta-Sätze können da sehr hilfreich sein. Wenn wir immer wieder Metta kultivieren und die gleichen Sätze brauchen, reicht es manchmal, einen der Sätze zu sagen, um uns zu erinnern, wie die Metta-Haltung sich anfühlt oder wo die ist oder wie man die findet. Und was auch noch besser ist, als sich in Unheilsamen zu verlieren, wenn das auch nicht klappt, mit Metta oder Karuna oder was immer, ist den Kanal wechseln. Tun wir wahrscheinlich schon eh oft. Statt sich in einer Gedankenkette des Verlangens zum Beispiel zu verlieren, schalten wir auf heilsame Gedanken oder Geschichten um. Oder auf neutrale, wie zum Beispiel den Atem. Irgendeine Verlangensgeschichte und wir merken es und wir können sie nicht einfach loslassen, indem wir mit wirklich klarer Achtsamkeit dabei sind. Zurück zum Körper. Nicht die optimale Variante, weil wir dabei nichts lernen, aber ist immer noch gut. Enthusiastisches Bemühen und Dringlichkeit, nächster Punkt, nach dem vierfachen Bemühen. Manchmal wird von freudvollem oder eben enthusiastischem Bemühen gesprochen. Eine altbekannte Illustration vermittelt ein Gefühl davon, wie das aussehen könnte. Es heißt, Bodhisattvas oder Praktizierende werfen sich in die Praxis, so wie Elefanten, die geplagt sind von Hitze und Staub, sich in einen kühlen See werfen. Mit Freude und eben mit Enthusiasmus. Hey, das ist die Art und Weise, wie wir in die Praxis einsteigen. Geshe-Rattan erklärt in seinem Text der Geist und seine Funktionen, wenn ein Berghang mit trockenem Gras Feuer fängt, wird sich das Feuer erst dann weiter verbreiten, wenn ein genügend starker Wind bläst. Genauso wird das Feuer der befreienden Erkenntnis die unheilsamen Geisteseigenschaften erst dann verbrennen, wenn diese Erkenntnis vom Feuer des enthusiastischen Bemühens genügend stark angefacht wird. Und ein weiteres Bild, dass mir die Dringlichkeit, aus der das rechte Bemühen entstehen kann, illustriert. Und das mit dem Elefant nicht klappt. Wir müssen praktizieren, als stünde unser Haar in Flammen. Mit Entschiedenheit, Willensstärke und Energie. Geshe-Rattan beschreibt drei Arten von enthusiastischen Bemühen. Und diese sind das jeweilige Gegenstück zu den drei Arten von Trägheit und Bequemlichkeit. Es ist enthusiastisches Bemühen, das ein wacher, energischer Geisteszustand ist, welcher die erste Art der Trägheit, der ersten Art der Trägheit entgegenwirkt. Und diese ist eine dumpfe Geisteseigenschaft, welcher jegliches Interesse am Dharma, am Sehen, am Verstehen, am Lernen fehlt und die am liebsten in einen abgestumpften Zustand absinkt. Abgestumpft heißt in einen nicht achtsamen. Und ich würde mal schätzen, nicht, dass wir das tun, aber vielleicht kennen, tun wir das schon. Wer will immer noch das Zeug sehen und immer noch achtsam sein? Ich meine, genug. Der wache energetische Geisteszustand ist das Erste. Dann zweitens ist ein heilsames, enthusiastisches Bemühen, das auf Selbstvertrauen beruht, welches selbst Mitleid und Minderwertigkeitsgefühle überwindet. Auch interessant.
Und letzteres, Selbstmitleid und Minderwertigkeitsgefühle, zeigt sich in Gedanken wie, ich bin so inkompetent, dass ich nie Erkenntnisse oder gar Befreiung erlangen kann. Kann so ein bisschen achtsam sein und Wellness und vielleicht noch ein paar, aber wirklich Befreiung. Die Schratten findet, es ist eine unnötige Schwäche, basierend auf einer Geringschätzung des eigenen Potenzials. Und das Gegenmittel ist eben das heilsame Bemühen, das auf Selbstvertrauen beruht. Die Freude am Heilsamen ist das dritte dieser drei enthusiastischen Bemühungen. Das, welches das Interesse an Unheilsamem überwindet. Und diese dritte Art der Trägheit finde ich sehr interessant, gerade auch für uns heute. Es ist Interesse an Unheilsamem, welches oft mit rechten Bemühen verwechselt wird. Weil man sich zwar bemüht, aber um etwas, was nicht wirklich heilsam ist. Und viele der Anstrengungen, die wir machen, um weltliche Ziele zu erreichen, werden vom Gesichtspunkt der Dharma-Praxis aus tatsächlich als Formen von Trägheit oder von Bequemlichkeit betrachtet. Zum Beispiel der ganze Aufwand, der enorme Aufwand, den es braucht, schönes Wohnen, spezielles Essen, besondere Kleidung, Unterhaltung, Zerstreuung jeglicher Art, Streben nach Ansehen, nach Erfolg und all das zu verwirklichen. Enormer Aufwand. Und das muss nicht per se unheilsam sein, aber es ist genau das, was hier gemeint ist. Und die Freude am wirklich Heilsamen wäre das enthusiastische Bemühen, welches diese Interessen überwindet. Und Geshe-Rabdhen war das perfekte Vorbild in dieser Hinsicht. Nie hat jemand von uns ihn in nicht-dharmischen Aktivitäten gesehen. Ich kann mich wirklich nie erinnern. Und er war, der lebt, hat unter uns gelebt. Und dieser letzte Punkt gibt uns vielleicht noch eine ganz andere herausfordernde oder vielleicht eher schockierende Perspektive auf das, was mit echter Dharma-Praxis wirklich gemeint sein könnte. Das sind also die drei Arten von enthusiastischen Bemühen, die Geshe Rabdhen beschrieben hat. Bemühen bedeutet auch Ausdauer und Kontinuität in der Praxis von Moment zu Moment. Niemand kann die Praxis für uns ausüben. Es würde ja auch nicht helfen, wenn jemand an unserer Stelle einen Sprachkurs absolvieren würde. Wir müssen es selber tun. Was mit Ausdauer und Kontinuität gemeint sein könnte, und da gibt es viele Möglichkeiten und Variationen, aber die folgende Begebenheit zeigt eine Möglichkeit auf. Die wunderbare, höchst realisierte indische Vipassana-Meisterin Deepama, von der vielleicht einige von euch gehört haben, sie sagte zu Joseph Goldstein, der ihr Schüler war, ist ein sehr bekannter Vipassana-Lehrer in Amerika, sagte zu ihm, du solltest einmal 2 Tage lang meditieren. Und Joseph, der sich gewohnt war, Wochen und Monate im Retreat zu meditieren, war etwas erstaunt über diesen Vorschlag, bis sich herausstellte, dass Deepama meinte, 2 Tage sitzen am Stück. Ausdauer wird manchmal verglichen mit dem stetigen Gang des großen Elefanten. Heißt, unsere Praxis ist nicht ein irgendwo hineilen, kein sich abmühen und sich durchschlagen, ist aber auch kein Dahinschlendern oder Schleichen, bei dem wir gelegentlich einen Schritt vorwärts tun, mal hier, mal dort. Vielmehr gehen wir vorwärts eben im stetigen Gang des großen Elefanten, unbeirrt und mit Ausdauer. Und man muss einen Elefanten gesehen haben, um dieses Bild zu verstehen. Das ist mein Beispiel, der Elefant des Mahant, des örtlichen Fürsten in Bodhgaya, Indien. Er war ein eindrückliches Beispiel dafür, was gemeint ist mit diesem Gang. Von Weitem hörte man ihn kommen,
erkennbar am rhythmischen Läuten seiner Glocke. Da hat so eine Glocke hängen, die badang, badang, badang. Wenn er durch das unbeschreibliche Gewirr des Bazars, des Marktes in Bocaya zog, das chaotische Durcheinander von Lastwagen, von Pilgern, von Ziegen, von Rikschas, von Lastenträgern, von Hunden, von Bussen, von Bettlern und Motorenlärm und Geschrei und Gestank, war sein Schritt unbeirrt, gleichmäßig, würdevoll und ohne einen Moment des Zögerns. Und irgendwie entstand immer gerade genügend Freiraum vor ihm. Natürlich ist es auch eindrücklich, wenn der Elefant kam. Aber es war auch nie ein Schauen. Es war nicht sehr schnell, aber es war auch nicht langsam. Ausdauer. Wieso Ausdauer und Kontinuität in der Praxis wichtig sind, ist, glaube ich, offensichtlich. Um Ruhe, Klarheit und Einsicht in Herz und Geist entstehen zu lassen, brauchen wir Stetigkeit und Beharrlichkeit. Wie wenn wir Wasser zum Kochen bringen möchten. Die Kochplatte ab und zu aufs Maximum zu stellen, um sie dann wieder für eine Weile auszuschalten, wird das Wasser nie zum Kochen bringen. Sie muss nicht auf das absolute Maximum gestellt sein, aber sie muss kontinuierlich eingeschaltet sein. Sie muss an sein. Sayadaw Techaniya schreibt, die Bedeutung von rechten Bemühen ist zu versuchen, kontinuierlich gewahr zu sein, geduldig zu sein und entspannt zu sein. Es braucht nicht allzu viel Energie, um gewahr zu sein. Es braucht keine Kraftanstrengung, aber ständiges Bemühen. Und Ausdauer geht oft mit der Entschlusskraft zusammen. Und sehr eindrücklich wird das Bemühen und die Entschlusskraft von Buddhas Vorsatz illustriert, den er fasste, als er sich nach Jahren der Praxis unter den Baum der Erleuchtung setzte. Selbst wenn mein Fleisch und meine Knochen austrocknen, so dass nur Haut und Knochen übrig bleiben, ich werde diesen Platz nicht verlassen, bis ich den Weg zum Ende allen Leidens gefunden habe. Und er hat es durchgezogen. Und für uns stellen sich die gleichen Fragen, wenn wahrscheinlich auch nicht ganz so radikal. Wollen wir die Dharma-Qualitäten wie Großzügigkeit, Güte, Mitgefühl, Gelassenheit tatsächlich im Alltag üben? Und wenn ja, ziehen wir es auch wirklich durch? Wollen wir oder wollen wir nicht täglich meditieren? Wenn ja, tun wir es auch wirklich? Wollen wir am Retreat echt kontinuierlich praktizieren? Und wenn ja, tun wir es auch dann, wenn es schwierig, mühsam oder langweilig ist? Um Entschlusskraft durchziehen zu können, braucht es eine Bereitschaft, mit Erwünschtem wie mit Unerwünschtem stetig und ausdauernd präsent zu sein. Und beides als optimale Gelegenheit zum Praktizieren zu betrachten. Nicht nur, wenn es so läuft, wie wir möchten. Ich lese euch eine Geschichte über Ausdauer, Entschlusskraft durchziehen. Die heißt das Narzissenprinzip. Meine Tochter hatte mehrmals telefoniert, um zu sagen, Mutter, du musst kommen, um die Narzissen zu sehen, bevor sie verblüht sind. Ich wollte gehen, aber es war eine lange Fahrt. Auf ihren dritten Anruf hin hatte ich ihr etwas widerwillig versprochen zu kommen und bin dann schließlich gefahren. Wir fuhren auf einer kleinen Schotterstraße und dort stand eine kleine Kirche. Auf der anderen Seite der Kirche sah ich ein handschriftliches Schild mit einem Pfeil, auf dem stand Narzissengarten. Wir stiegen aus und liefen den Weg hinunter. Als wir um eine Ecke bogen, blickte ich auf und es verschlug mir den Atem. Vor mir lag der herrlichste Anblick. Es sah so aus, als hätte jemand ein riesiges Gefäß voller Gold über den Hügel und die umliegenden Hänge gegossen. Narzissen waren in majestätisch wirbelnden Mustern angepflanzt worden.
in großen Bahnen und Bänden von Tieforange, Cremeweiß, Zitronengelb, Lachsrosa, Safran und Buttergelb. Jede der verschiedenfarbigen Blumensorten war in großen Gruppen gepflanzt worden, so dass jede der Gruppe zu strömen und zu fließen schien, wie ein separater Fluss aus einem einzigartigen Farbton. Es waren 5 Hektar Blumen. »Wer hat das gemacht?«, fragte Caroline. »Eine einzige Frau«, antwortete Caroline. »Sie wohnt auf dem Grundstück, das ist ihr Zuhause.« Sie zeigte auf ein gepflegtes Haus, das klein und bescheiden inmitten all dieser Herrlichkeit stand. Wir liefen zum Haus. Auf der Terrasse stand ein Plakat. Da stand »Antworten auf die Fragen, von denen ich weiß, dass Sie sie fragen werden.« Die erste Antwort war einfach. 50.000 Blumenzwiebeln, hieß es. Die zweite Antwort lautete, eine nach der anderen, von einer Frau. 2 Hände, 2 Füße und ein Gehirn. Als dritte Antwort stand, begann damit 1958. Weiter. Für mich war dieser Moment ein lebensveränderndes Erlebnis. Ich dachte an diese Frau, die ich nie getroffen hatte, die vor mehr als 40 Jahren begonnen hatte, eine Blumenzwiebel nach der anderen zu pflanzen, um ihre Vision von Schönheit und Freude auf einem unbedeutenden Hügel zu tragen. Eine Blumenzwiebel aufs Mal, Jahr für Jahr, hatte diese Frau für immer die Welt verändert, in der sie lebte. Eins nach dem anderen hatte sie ein Werk von außergewöhnlicher Pracht, Schönheit und Inspiration geschaffen. Das Prinzip, das ihr Narzissengarten lehrt, heißt, lernen, sich auf unsere Ziele zuzubewegen, einen Schritt aufs Mal, manchmal nur ein Babyschritt aufs Mal, und lernen, das Wirken selbst zu lieben, das Ansammeln von Zeit zu nutzen. Wenn wir winzige Zeitstücke mit Moment zu Moment bemühen, vermehren, werden auch wir finden, dass wir herrliche Dinge vollbringen können. Wir können die Welt verändern. Ausdauer, Schritt für Schritt, Moment zu Moment. Und das braucht auch immer von neuem Mut. Das ist der nächste Punkt hier. Rechtes Bemühen schließt auch Mut ein. Zum Beispiel den Mut, alles in Frage zu stellen. Den Mut, unsere Grenzen auszuloten, unsere Gewohnheiten zu hinterfragen und sie auch immer mal wieder zu überschreiten, zu durchbrechen, zu verändern. Rechtes Bemühen verlangt den Mut, sich zu konfrontieren, zu fühlen, was da ist, auch wenn es unangenehm ist. Und dazu braucht es viel Ernsthaftigkeit. Irgendwie uneingeschränktes Engagement und rückhaltlose Hingabe. Das wiederum bedeutet nicht, dass wir uns diesbezüglich an hohen Idealen messen sollen und durch überhöhte Ansprüche Dharma-Praxis und Meditation in einen aussichtslosen Kampf um Perfektion zu verwandeln, kommt dann eben immer auch wieder rein bei uns. Ohne Gewaltsamkeit oder Härte können wir Widerstände wirklich anschauen, wirklich spüren, nicht stur oder grimmig, präzis und zugleich entspannt. Ein Kollege von mir erfuhr große Schwierigkeiten in seiner Retreat-Praxis. Er erzählte, dass während Wochen im Retreat Schmerzen und Ängste seine Meditationserfahrungen erfüllten. Im schlimmsten Moment tauchte plötzlich das Wort Mut in seinem Geist auf. Es wiederholte sich fast wie ein Mantra. Jedes Mal, wenn das Wort auftauchte, fühlte er, wie sein Herz stärker wurde, bis der letzte tiefste Ort des Widerstandes und der Angst gegen das, was geschah, und das ihn von der unmittelbaren Erfahrung getrennt hatte, sich löste. Und was gerade noch unerträglich gewesen war, wurde ganz und gar annehmbar. Und Mut bedeutet auch hier nicht,
nach einem besseren Zustand zu suchen. Vielmehr ist es die Beherztheit des wirklich gegenwärtig Seins. Als letzten Punkt möchte ich noch Furchtlosigkeit erwähnen. Eigentlich geht es hier auch um Mut. Denn meist haben wir ja keine Kontrolle darüber, ob wir uns fürchten oder nicht. Amy Schmidt schildert ein Erlebnis, das sie mit, nochmal, Dipama hatte. Sie schreibt, Dipama und ich saßen in einem Flugzeug aus Indien nach den USA. Es gab enorme Turbulenzen und plötzlich traf das Flugzeug auf ein Luftloch und sackte in dramatischer Weise ab. Getränke und andere Dinge flogen zur Decke hoch, bevor der Flieger wieder stabilere Luftmassen erreichte. Ich muss ziemlich geschrien haben. Dipama saß auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges und ruhig streckte sie die Hand aus. Er griff die meine und hielt sie fest. Dann flüsterte sie, Töchter des Buddhas sind furchtlos. Natürlich hat Angst auch praktische Funktionen. Wenn wir auf der Straße gehen und Motorgeräusche hören, ist es wahrscheinlich sinnvoll, dem nahenden Fahrzeug Platz zu machen, anstatt achtsam die Befürchtung im Geist zu betrachten. Wenn das Haus brennt, ist es besser, auf die Angst zu hören und das Haus schnellstens zu verlassen, statt innerlich Angst, Angst, Angst zu sagen. In vielen Fällen ist es aber sehr befreiend, achtsam und aufmerksam unseren Geist zu betrachten und zu schauen, ob die Gedanken, die da gedacht werden, angemessen und realistisch sind. Oder ob es sich um alte, nie hinterfragte Muster handelt, die uns Angst und Begrenzung aufzwingen, die vielleicht gar nicht nötig oder gerechtfertigt sind. So viel über Mut und Furchtlosigkeit. Und nun möchte ich noch kurz eine Geschichte über meinen bengalischen Vipassana-Lehrer Anagarika Munindra erzählen. Schaut, ob ihr euch davon inspirieren lassen könnt oder ob ihr gleich zum Vergleichen übergeht und findet, geht's eigentlich noch. Sicher nicht mein Ding. Es geht nochmals um Entschlusskraft, die dem rechten Bemühen nahe verwandt ist. Munindra oder Munindraji, der auch der Lehrer von Dipama und von Joseph Goldstein war, hatte sein halbes Leben lang darauf gehofft, endlich unter kompetenter Führung ein sehr langes Meditationsretreat machen zu können. In einer buddhistischen Ethnie in Ostbengalien geboren, aber im Indien seiner Zeit, 20er bis 50er Jahre, gab es keine buddhistische Praxis mehr. Wir waren im 11. 12. Jahrhundert ausgestorben in Indien. Als nun Munindra im Retreat-Zentrum von Mahasi Sayadaw, einem berühmten Vipassana-Meister in Yangon in Burma, endlich seinen Traum verwirklichen konnte, machte er während den ersten Tagen die folgende Erfahrung. Er hatte sehr große Mühe, sich mit der Sitzmeditation, und Stühle waren keine Option, weil er starke rheumatische Schmerzen hatte. Deshalb konnte er kaum länger als eine halbe Stunde still sitzen. Und das nach 40 Jahren in der Hoffnung, dass es ihm endlich möglich ist. Es war für ihn sehr schwer akzeptierbar, jetzt wo er endlich seine Chance hatte und es keineswegs sicher war, dass er sie je wieder haben würde. Eines Tages auch in den ersten Tagen oder Wochen erzählte Mahasi Sayadaw von einem Schüler, der gerade 9 Stunden am Stück in Sitzmeditation verbracht hatte. Munindra fand, er müsse das auch fertig bringen. Braucht er nicht, okay? Am nächsten Morgen setzte er sich zur Meditation nieder und gelobte, einfach sitzen zu bleiben. Punkt. Er beschreibt, dass die ersten 2 Stunden unerträglich qualvoll waren.
Aber nach einer weiteren, schier endlos erscheinenden Zeit vergingen die Schmerzen allmählich. Sein Geist wurde friedvoll und es fühlte sich an, als würde er in der Luft schweben, bis er schließlich von einem immer mächtig werdenden Licht vollständig umfangen wurde. Und dies dauerte bis gegen Abend, als jemand, der gemerkt hatte, dass er nicht zum Mittagessen erschienen war, an seine Tür klopfte. Ist eindrücklich. Aber keine Garantie, dass es nach so vielen Stunden so wird, gell? Das hat er aber auch nicht. Als Munindra am nächsten Tag die Erfahrung seinem Lehrer, eben Mahasi Sayadaw, beschrieb, riet ihm dieser liebevoll, lakonisch, fahr einfach weiter mit der Praxis. Das ist eine Geschichte des heroischen Bemühens über Mut und Entschlusskraft. Aber auch eine, die zeigt, die Erfahrungen, die Munindra hatte, waren fantastisch. Sein Lehrer machte aber sogleich klar, das Ziel sind nicht fantastische oder angenehme Erfahrungen. Selbst dann nicht, wenn sie super eindrücklich sind. Das Ziel ist echte Befreiung von selbstgeschaffenem innerem Leiden. Was Munindraji übrigens innerhalb ein paar Monaten erreichte. Und wenn Sie interessiert, noch ein bisschen Werbung. Seine Lebensgeschichte kann man in meinem Buch Buddhas tausend Gesichter nachlesen. Heiligen Geschichten. Zum Abschluss. Der folgende Vers von Lama Tsongkhapa fasst Wesentliches über die Dharma-Praxis in Worte. Durch das Festbinden an das Boot des Zuhörens, zum Beispiel, was wir hier tun, des darüber Reflektierens und dann Meditierens über die Belehrungen, über die Anleitungen, und das Hissen des Segels des außergewöhnlichen Wunsches der altruistischen Motivation, was wir jeden Morgen tun. Hier kommt der wichtige Satz, angetrieben durch den Wind beharrlichen, freudvollen Bemühens, mögen wir alle Lebewesen aus dem Ozean des leidvollen Daseins befreien.